Und damit hallo und herzlich willkommen zur Analyse des sechsten Spieltags der Gruppe E, genau, TG88 gegen Drake, 5-6-7-3. Und ja, im ersten Spiel hatten wir hier ein Aufdeckendeck von Drake gegen das Goyatel Schwarmdeck von TG. Wie gesagt, das war ja alles noch vor dem Patch, deswegen ist es da so ein bisschen schwer, da ein paar gänzliche Sachen zu sagen. Ich glaube, einerseits war es ein bisschen, hat das TG aber auch ganz clever gemacht. Und zwar, was man halt wissen muss, ist, dass ja die Aufdeckendecks immer für eine sehr schnelle erste Runde gehen, um da viele Punkte zu machen. Und den Gegner einfach so ein bisschen zu überrennen und versuchen dann in der letzten Runde mit einem starken Finisher das Ding einfach zu gewinnen. Aber TG hat es tatsächlich geschafft, trotzdem mit seinen Punkten im Vorteil zu bleiben, um die erste Runde ganz sicher zu gewinnen. Man muss auch ein bisschen sagen, Drake hatte hier beim Aufdecken der gegnerischen Karten tatsächlich ein bisschen Pech, denn er spielt ja hier offensichtlich den Henry Vaatre und der hat die Fähigkeit, dass er halt eine beliebige Anzahl an Karten wieder zudecken kann. Und wenn er eine eigene Karte zudeckt, also eine Karte auf der eigenen Hand, dann kriegt die 2 Punkte zusätzlich. Und wenn er eine gegnerische Karte zudeckt, dann kriegt die 2 Punkte abgezogen. Es sei denn, sie hat nur einen Punkt, dann kriegt sie halt nichts abgezogen. Und dementsprechend war der Henry hier halt gerade vollkommen unnütz, weil Ciri lohnt sich nicht umzudecken, die kriegt eh keinen Schaden. Und den Yavin willst du nicht umdecken, weil der dann am Ende sogar nur ein 11-Punkte-Spion ist und du dem Gegner damit hilfst. Und das willst du ja auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich machen. Und ja, dementsprechend ein bisschen Pech. Aber nichtsdestotrotz geht er ja mit einer Karte mehr in die nächste Runde. Ja, und nach dem Dry Pass, wie man so schön sagt, von TG dann in Runde 2, gehen dann beide mit gleich vielen Karten in die letzte Runde und ja, Drake hatte hier noch den Geralt Igni auf der Hand und hier muss man halt ganz klar sagen, auch wenn TG das ja bis zum letzten Zug nicht wusste, wo der Nilfgaardische Ritter den Geralt aufgedeckt hat, so hat er hier trotzdem sehr gut immer um den Geralt Igni rumgespielt, weil der zerstört die stärkste Einheit in einer gegnerischen Reihe, wenn die Reihe wenigstens eine Gesamtstärke von 25 Punkten hat. Ja, und TG hat das hier ganz clever gemacht, hat es immer so gespielt, dass er nie so eine starke Karte oder dass er nie eine Reihenstärke von 25 Punkten erreicht. Ich meine, mit der Ciri kommt die natürlich, aber wie man das halt macht mit Ciri, spielt man die einfach in der letzten Runde. Und ja, das hat TG genau richtig gemacht, hat seine Ciri dementsprechend genau richtig eingesetzt. Das ist übrigens auch etwas, was ihr wissen oder was für euch wichtig sein könnte, falls ihr einen Ciri-Nova-Deck spielt. Wenn ihr eine Ciri im Deck spielt, dann ist sie natürlich immer sehr anfällig für Verbrennen oder eben für einen Geralt Igni, weil wenn er sie nicht gerade in eine leere Reihe legt, dann wird die Reihe fast immer mehr als 25 Punkte haben. Aber wie ihr das Ganze umgehen könnt, ist eigentlich, indem man in der letzten Runde die letzte Karte spielt. Weil wenn ihr der Letzte seid, der die letzte Karte spielt, dann kann der Gegner ja nichts mehr machen, kann er nicht mehr kontern. Und das ist im Prinzip eure Win-Condition an der Stelle. Das heißt, ihr müsst die erste Runde mit maximal einer Karte weniger verlieren, um dann direkt zu passen zu können in der zweiten Runde und in der dritten Runde dann einfach mit der Ciri einen starken Finisher zu haben. Das ist so der Plan von Ciri Nova Decks und das hat TG hier auch sehr, sehr clever gemacht. So, und im zweiten Spiel kontert Drake dann diese Ciri Nova Strategie mithilfe eines Bran Decks. Und hier muss ich ganz klar sagen, war es eigentlich ein cleverer Zug von ihm, weil sein Ziel war im Prinzip, den Gegner nicht die erste Runde gewinnen zu lassen. Ich weiß allerdings jetzt gar nicht, ob er hier Verbrennen oder Geralt Igni im Deck hat, müssen wir ganz ehrlich dazu sagen, den Gegner nicht die erste Runde gewinnen zu lassen. Und zwar, indem er einfach den Morgwag und den damals noch stärkeren Olgier verwirft mit Hilfe des Brans, um sogenannten Carryover für die nächste Runde zu haben, weil wenn du halt was auf dem Feld hast in der nächsten Runde, kann der Gegner ja nicht sofort passen, sondern muss eine Karte spielen oder geht eventuell sogar mit einer Karte weniger in die letzte Runde. Wobei man hier halt ganz klar sagen muss, hier war es jetzt für TG halt einfach günstig, dass Drake anfangen musste. Denn wenn TG jetzt hier die erste Runde gewinnt, dann hat er gleiche Kartenanzahl und dann ist es ihm scheißegal, ob der Gegner einen Carryover hat, dann kann er immer noch direkt passen. Sie gehen mit gleicher Kartenanzahl in die letzte Runde und ja, TG kann seine Ciri Nova wieder in der letzten Runde einfach aufs Feld hauen. Und ja, im Prinzip ist es das auch, was hier passiert. TG gewinnt die Runde mit einem 2:2 Kartenvorsprung. Kartengleichstand. Es geht dann in die nächste Runde, wo Olgierd und Morgwag wieder aufs Feld kommen.
Und ja, TG nutzt das jetzt noch ganz kurz aus, indem er was macht, was damals halt eigentlich nicht möglich war, oder was inzwischen nicht mehr möglich ist. Und zwar holt er sich mit seinem Bruder einfach den Yevon, um nochmal sogar den Kartenvorteil zu kriegen und ja, passt dann dementsprechend umspielt. Also das ist übrigens auch etwas, mit Hilfe von Spionen könnt ihr sehr gut solche Carryover-Karten umspielen. Und ja, lässt jetzt einfach Drake nur noch ausbluten, indem er einfach noch ein paar Karten spielt, weil er hat jetzt den Kartenvorteil. Drake darf nicht passen, das ist eigentlich das Perfekte, wie es passieren kann. Das heißt, Drake muss jetzt seine starken oder muss jetzt seine Karten noch ausspielen. Und wenn TG das halt perfekt hinkriegt, dann entzieht er ihm hier sogar noch die Ciri. Was er allerdings nicht mehr ganz schafft, er schafft es aber immerhin noch dem Gegner, die ja, die 19er Bären-Dompteur-Kombo rauszuziehen. Und ich glaube, das ist im Endeffekt auch das, was er haben wollte. Ich meine, selbst wenn TG hier einen Shiryu mit Verbrennen hat, reicht er nicht aus, um da genug wieder ranzukommen. Deswegen passt TG hier, geht aber trotzdem mit einer Karte mehr in die nächste Runde. Und ja, Ciri hat jetzt aber den Nachteil, wenn der Gegner wirklich einen Shiryu hat, dann hat jetzt Drake halt mit seinem Ciri-Deck nicht den letzten Zug und hat dementsprechend das Problem, dass der Gegner die Ciri verbrennen kann. Wie wir sehen, ist das aber gar nicht der Fall, denn wie wir es ja schon gesehen haben, TG spielt selbst die Ciri. Und ja, hier ist es nicht mal nur der Kartenvorsprung, der es am Ende ausmacht, sondern einfach, ja, er hatte am Ende einfach die stärkeren Karten noch auf der Hand und gewinnt dann das Ding. Aber wie gesagt, durch den Kartenvorsprung hat er ja sowieso eine sehr gute Chance, das Spiel hier zu gewinnen. So, und hier sind wir dann im letzten Spiel. Da spielt Drake ein sogenanntes Bewegungs-Skoyatel-Deck. Ich glaube, das hatte ich ja schon mal vorgestellt. Wieder gegen das typische Deck von TG. Und ja, Drake hatte hier die erste Runde direkt gepasst und hat dann in der zweiten Runde einfach mit Hilfe seiner starken Karten ein gewisses Momentum gewonnen. Und hat dadurch den Gegner mit Hilfe zum Beispiel von Japen Zigrin auch dazu gebracht, seinen Silbermagier, also die Ida, zu spielen, um ihn, ja, wegzudonnern und hat dann auch immer weiter den Vorsprung gehalten. Ich meine, der Gegner konnte den Kartennachteil mit Hilfe des Spions ausgleichen, ist aber immer punktemäßig sehr weit vorne gewesen. Und das Wichtigste, also er hat nicht nur die Ida, sondern auch gleich noch den Hattori mit rausgezogen und hat sich aber seine, sag ich mal, seine Win-Condition, so blöd das klingt, aufgehoben. Denn das hier ist eine richtig starke Win-Condition, denn er hat hier dreimal die Schützen, die halt an sich erstmal nur 9 Punkte aufs Feld kriegen, aber die machen ja jeder Karte nochmal 2 Schaden, wenn entweder entweder eine gegnerische Karte bewegt wird, dann wird die Karte für 2 Schaden nochmal zusätzlich geschwächt, oder wenn sie bewegt werden, dann machen sie einer zufälligen Karte 2 Schaden. Und im Endeffekt, dann sind das hier, also die 3 an sich sind erstmal nur 9 Punkte, aber Geralt verschiebt ja dann nochmal 3 Einheiten für jeweils 3 Punkte, wodurch er schon 15 Punkte ist, und die 3 Einheiten kriegen dann noch jeweils 6 Schaden. Das heißt, Geralt wird auf einmal eine 33-Punkte-Karte und Soltan, der halt auch 3 Einheiten verschieben kann und dann 2 Schaden machen kann, wird von einer 14-Punkte-Karte auf einmal zu einer 32-Punkte-Karte. Dann hast du also 2 Finisher, die einfach 60 Punkte wert sind, und das ist es dann auch, was wir hier gleich sehen werden, was dann hier tatsächlich den Unterschied ausmacht, wenn man es mal so sagen kann. Also ich meine, TG vor der vorletzten Runde hat er tatsächlich bei Kartengleichstand 2 Karten Vorsprung, was eigentlich riesig ist. Und jetzt kommt einfach die Verschieben-Kombination, zack, zack, zack. Da kommt jetzt einfach richtig Schaden drauf. Erst der Soltan für 32 Punkte. Und damit hat er schon 12 Punkte Vorsprung jetzt. Da bringt dann auch gleich die Vrijheid Vorhut nicht mehr so viel. Und jetzt der Geralt halt einfach nochmal für 33 Punkte, indem er einfach die richtigen Karten verschiebt, die auch, zack, also nicht ganz 33 Punkte, weil die Karten vorher schon ein bisschen tot waren, aber trotzdem für genug Punkte, dass für TG nicht mal mehr die Ciri was ausmachen kann, die er hier ja offensichtlich spielt. Und ja, durch diesen starken Finisher, der halt stärker ist auch als eine Ciri, gewinnt Drake dann hier zumindest das letzte Spiel. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Deck, dieses Bewegungs-Skoyatel-Deck. Hat halt den Nachteil, dass halt es viele Karten in dem momentanen Meta gibt, die Karten vom Feld entfernen. Und dementsprechend überleben die Schützen, die ja wichtig sind für die ganze Strategie, nicht wirklich lang. Aber wenn es durchkommt, kann das halt ein richtig starker Finisher sein, wie wir gerade gesehen haben. Und man spielt das halt auch, und das habe ich, glaube ich, auch damals in dem Video erklärt, wo ich das Deck das erste Mal vorgestellt habe. Man spielt das ja auch, was wir gesehen haben, gerne mit dem
mit irgendeinem Wetter. In dem Falle hier Ragnarok, weil man kann dann durch das Verschieben der Einheiten sie immer so in die Reihen schieben. Also was halt das Ziel ist, wenn du gegen ein Goldwetter spielst, dass du alles in eine Reihe packst, weil du dann jede Runde nur 2 Punkte anstatt 6 Punkte Schaden kriegst. Und das weiß man natürlich, wenn man so ein Goldwetter spielt. Das heißt, es gibt meist 2 Sachen. Entweder man nimmt eine Karte, die dann allen Karten in einer Reihe Schaden machen kann. Wie zum Beispiel diese Zerfleischen-Karte. Die macht halt allen Einheiten in einer Reihe 3 Schaden. Oder man macht es halt so, dass man irgendwelche Karten ins Deck nimmt, die die Karten dann in die entsprechenden Reihen schieben können, wie zum Beispiel auch das Schadendeck der Skelliger oder eben jetzt das Bewegungsdeck der Skoyatel. Also damit schiebst du dann einfach die Karten in die entsprechenden Reihen, um jede Runde 6 Punkte aus deiner Goldkarte zu kriegen. Wie gesagt, sehr durchaus sehr starkes Deck, aber eben leider ein bisschen schwach dadurch, dass diese Karten halt zu einfach vom Feld entfernt werden können. Gut, und das war es dann auch schon tatsächlich wieder mit der Analyse dieses Spieltags. TG gewinnt, kommt damit weiter. Für Drake reicht es ja leider nicht. Bane ist dann tatsächlich derjenige, der genug Punkte hat, um durchzukommen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Analysevideo. Bis dahin und ciao.